Willkommen zurück zur nächsten Folge. Wir beschäftigen uns heute mal wieder mit der Limo. Ich wollte allerdings vorab erstmal nochmal zwei, drei Sätze loswerden. Und zwar, ich finde es auf jeden Fall cool, dass ihr euch alle das zweiteilige Geschichtsvideo von der Limo so intensiv angeguckt habt. Freut mich richtig, dass euch das auch so gefallen hat. Dazu muss ich allerdings sagen, natürlich haben wir vorab drüber nachgedacht, ob wir dort Bilder einspielen oder nicht Bilder einspielen. Sind dann aber zum Entschluss gekommen, dass wir keine Bilder einspielen wollen, damit es einfach die Atmosphäre nicht kaputt macht. Also wir haben schon drüber nachgedacht, dort Bilder einzuspielen, haben es aber mit Absicht nicht gemacht. Und das haben wir mit Absicht nicht gemacht, weil ich hatte immer noch mal im Hinterkopf, ein Video zum Thema RS4 Limo-Umbau zu machen, weil einfach die Leute wirklich viel nachfragen, was heißt das überhaupt? Hast du aus dem Kombi eine Limo gemacht oder hast du, wie ist dieser ganze Umbau überhaupt entstanden? So, und deswegen hatte ich mir nämlich vorab schon überlegt, dass ich auf jeden Fall nochmal ein Video zum Thema RS4 Limo mache. Das heißt, es geht rein um die Karosserie. Was wurde umgebaut? Wie macht man das Ganze? Was muss gemacht werden? Und dabei bietet es sich natürlich perfekt an, die ganzen alten Bilder aus der Umbauzeit, entschuldigt schon mal vorab, die werden natürlich in beschissener Qualität sein, weil das Ganze 10 Jahre her ist, werden wir natürlich in dem Fall einblenden. Ich habe heute das Auto mitgebracht. Ich muss nämlich diverse Teile abbauen. Deswegen bietet sich es an, euch mal am Auto zu erklären, wie eigentlich eine RS4 Limo gebaut wird. Ich habe das Auto auf einen Anhänger gestellt, weil wir müssen nämlich die Stoßstange und den Schweller abbauen. Und das ist auf jeden Fall deutlich einfacher, wenn das Ganze auf dem Anhänger steht. Ja, prinzipiell zum RS4 Limo Umbau. Alle B5s, Quadros, egal welches Baujahr, hat immer die gleiche Bodengruppe. Egal ob Limo, Kombi, Vierzylinder, Sechszylinder, alles gleich. Alles gleiche Bodengruppe. Einziger Unterschied ist immer Quadro und nicht Quadro. Das wiederum heißt, ein RS4 Limo-Umbau ist eigentlich gar nicht so schwierig, weil viele Teile passen wirklich Plug and Play. Das heißt, wenn wir vorne mal anfangen, die größten Unterschiede, die jeder wahrscheinlich immer sofort sieht, ist natürlich Stoßstange, Kühlergrill, Kotflügel und Schweller. Die Teile machen das Auto einfach in Summe so viel breiter. Die Teile passen aber auch wirklich alle 1:1. Also es ist wirklich kein Hexenwerk, ihr könnt euch ein A4 nehmen, baut alles ab, baut alles vom RS4 dran und schon ist das Thema durch. Dann müssen auf jeden Fall die Türen getauscht werden. Die RS4 Türen sind nämlich komplett frei von Zierleisten. Weder irgendwelche Schutzleisten noch irgendwelche Zierleisten, komplett gar nichts. Das macht nämlich auch dieses Auto, finde ich persönlich, so glatt und breit, weil hier einfach keine störenden Leisten sind. Zusätzlich muss natürlich der Schweller montiert werden. In meinen Augen auf jeden Fall der krasseste RS-Schweller, den es gibt. Egal welches Nachfolgermodell, Vorgänger, RS6 und so weiter. Es gibt kein Modell, was wirklich so krass in der Tiefe breit wird wie der B5. Das zeichnet den B5 einfach aus. Ein Unterschied gibt es. Diesen Schweller könnt ihr am A4 nicht montieren, weil der wird von unten mit ein paar Stehbolzen gegengeschraubt und diese Stehbolzen sind nur beim S4 und RS4 vorhanden. Ist allerdings kein Hexenwerk. Diese Stehbolzen sind an einem Blech dran und dieses Blech gibt es bei Audi sogar einzeln zu kaufen. Könnt ihr einfach anpunkten und schon könnt ihr den Schweller montieren. Der komplizierte Teil ist allerdings hier hinten. Es gibt natürlich kein breites Seitenteil für die Limo. Diese breiten Seitenteile gibt es natürlich nur für den Kombi, kommen auch nicht von Audi, sondern kommen eigentlich von der Quattro GmbH. Die Quattro GmbH hat damals die RS-Modelle gebaut. Das heißt, die Quattro GmbH hat eine normale A4-Karosse bekommen und hat dann selber nachträglich in diese Karosse das RS4-Seitenteil eingesetzt. Sieht man auch sehr gut an einer Schweißnaht. Die ist hier unter dem Schweller. Wir nehmen den Schweller gleich mal ab, dann könnt ihr das nämlich auch schön sehen. Ich habe das Seitenteil in eine Limo genauso eingesetzt, wie es die Quattro GmbH quasi bei einem Kombi macht, bis auf eine Stelle. Und das ist die entscheidende Stelle, das ist quasi der Übergang zwischen Limo und Kombi. Hier oben hast du halt die Limo, hier unten habe ich theoretisch das Seitenteil vom Kombi, welches ja breit ist bekanntlich. Und da drüber den Seitengang, also den Übergang zu schaffen, war nicht ganz so einfach. Ich war auch mit einer der ersten, die sowas gemacht haben. Also natürlich gab es schon Autos vorher,
auch mindestens eine Handvoll, würde ich sagen, die vorher schon eine Limo gebaut haben. Aber es war noch nicht so üblich wie jetzt, dass es da viele gab, die das schon umgebaut haben. Somit war das auch für mich ein Neuland. Ich selber bin kein gelernter Karosseriebauer oder ähnliches. Ich habe das wirklich alles Learning by Doing gemacht, weil ich relativ viel vorher meinen Golf 1 schon geschweißt hatte. Und somit hatte ich mir überlegt, dass wir erstmal, wobei wir machen das anders. Ich baue als erstes jetzt mal die Stoßstange und den Schweller ab. Dann kann ich euch nämlich besser zeigen, wo ich geschweißt habe, wo das Ganze angesetzt wird, wie das Ganze gemacht wird. Wo wir beim Thema Stoßstange sind, kann ich euch vorab auch nochmal zeigen. Ist auch extrem kompliziert, weil das Problem ist einfach, der Kombi, wie soll ich das erklären? Der Kombi ist zwar eigentlich gleich breit wie die Limo, aber dadurch, dass hier oben die Seitenteile beim Kombi, geht ja das Dach weiter und die Seitenteile gehen an dieser Stelle deutlich gerader runter. Dadurch wird das Limo-Seitenteil definitiv hinten ein bisschen schmaler. Und wenn ihr versucht, die Kombi-Stoßstange an die Limo ranzustecken, ist dieser Übergang hier nicht ganz so schön. Das heißt, dieser Übergang muss hier auf jeden Fall angepasst werden. Und zusätzlich muss man quasi aus zwei Stoßstangen eine machen, weil die Kombi-Stoßstange, jeder der ein Kombi hat, wird es kennen, hat für die Heckklappe einfach einen ganz anderen Ausschnitt. Das heißt, die Limo-Stoßstange ist hier ja extrem, ich sag jetzt mal, ganz wenig ausgespart. Die Kombi-Stoßstange durch die große Heckklappe ist deutlich tiefer ausgespart. Das heißt, eigentlich kann man grob sagen, der untere Teil von der Stoßstange ist vom RS4 und die gesamte obere Kontur ist von der Limousine. Und dann war es damals vor 10 Jahren die Aufgabe, aus den beiden Stoßstangen eine Stoßstange zu machen. Für mich natürlich auch absolutes Neuland. Deswegen bin ich auch heilfroh, dass ich nach 10 Jahren endlich die Stoßstange nachgebaut bekommen habe und jetzt hier diese schöne Carbon-Stoßstange dran habe, die ich euch gleich, nämlich wenn sie abgebaut ist, auch nochmal perfekt zeigen kann. Ja, Heckklappe gibt es keine RS4-Heckklappe, somit einfach ganz normale Limo-Heckklappe. Und dann sind wir eigentlich schon so weit am Ende. Bei den Türen, das hatte ich ja in dem Carbon-Türen-Video schon mal so grob angerissen, da ist es halt definitiv so, die Leute werden sich jetzt fragen, wie passt eine Kombitür in die Limo? Ganz einfach, bei diesem Fahrzeug ist ein Teil quasi die Tür und ein Teil ist der Scheibenrahmen. Der Scheibenrahmen wird einfach in die Tür reingesteckt. Somit ist das Spiel auch recht einfach. Tür RS4, also Kombi, Rahmen von der Limo. Der Kombi-Rahmen würde hier nämlich ein bisschen spitzer und ein bisschen so gehen. Deswegen einfach Limo, Kombi, fertig ist das Spiel. Vorne kann man theoretisch die gesamte Tür montieren von der Limo, denn die vorderen Türen sind genau gleich. Ein richtiges Hexenwerk war, das habe ich allerdings, ich erzähle es jetzt nochmal, weil ich habe es in dem letzten Video auch schon erzählt, waren diese Leisten. Die beiden unteren Leisten passen theoretisch vom RS4. Nochmal für die Nicht-Audi-Kenner, dass der RS4, also nur beim RS4 gab es diese Alu-Matten-Leisten. Beim S4 gab es nur quarzfarbene und keine Alu-Matten, also anthrazitfarbene. Ich wollte natürlich unbedingt diese Alu-Matten-Leisten haben. Gibt es natürlich von Audi nicht zu kaufen. Ganz kompliziert ist natürlich auch die obere Leiste, die ein komplettes Teil ist. Somit habe ich damals wirklich einen Betrieb gesucht, die mir alle Leisten einmal enteloxiert. Also die sind quasi ins Bad gekommen und wurden chemisch, ich sag jetzt mal, enteloxiert, entlackt. Ich denke mal, es heißt eloxiert, enteloxiert. Und danach habe ich mir diese Leisten genommen, habe sie mit einem Schleifpad einmal ganz leicht geschliffen, dass die wieder diese leichte, gebrushte Oberfläche kriegen, wie man vielleicht so ein bisschen erkennen kann. Und danach sind sie dann wieder ins Bad gegangen und wurden quasi neu klar eloxiert, dass sie jetzt so aussehen, wie sie hier so sind. Wenn man jetzt hier den Übergang sieht zwischen der originalen Leisten und der, ich sag jetzt mal, nachträglichen Leisten, das passt sich schon sehr gut. Das wiederum ist auch bis heute eine Sache, die ich noch an keinem anderen Limo gesehen habe. Es gibt zwar einige, die haben die Leisten foliert oder lackiert, aber dass man wirklich ein Auto findet, wo die Leisten so gut zu den Spiegeln passen, ist halt wirklich schade. Da blutet mir übrigens immer das Herz, wenn ich die Spiegel sehe. Selbst die habe ich nämlich damals vor 10 Jahren neu gekauft. Und wenn ich dann immer mal wieder so sehe, was hier schon so an Steinschlägen dazugekommen ist, daran sehe ich immer so ein bisschen, dass ich das Auto halt doch fahre und nutze
und es halt einfach nicht nur rumsteht. Ne? Ja, genug gequatscht. Ich würde sagen, wir nehmen mal Stoßstange Schweller ab. Dann sieht man das Ganze nämlich besser von innen. Und dann kann ich euch nämlich mal zeigen, wie das Ganze mit dem RS4-Limo-Umbau genau geht. Natürlich ist selbst die Stoßstange mit Titanschrauben fest. Gab es zufälligerweise bei eBay genau in der Größe. Deswegen ist da auch so ein Außenvielzahnkopf drauf. Klingt total behindert. Sind aber immerhin bei 4 Schrauben, glaube ich, 200 Gramm Ersparnis gewesen. Was natürlich bei einer Carbon-Stoßstange in Summe dann doch wieder ganz schön viel ist. Ne? Was wahrscheinlich auch viele nicht wissen, als ich das Auto damals gebaut habe, ging es mir nicht nur um Performance, sondern ich wollte auch einfach ein geiles Auto haben. Und deswegen ist ja selbst der ganze Innenraum, inklusive Kofferraum in Alcantara, schön auch mit den passenden Nähten. Ist auch seit dem ersten Tag so, habe ich nie wieder was dran geändert. Bitte entschuldigt, dass es gerade nicht ausgesaugt ist. Aber ja, finde ich bis heute geil. Würde ich auch 1:1 genauso wieder machen. Früher war auch auf der Heckklappe auch noch eine geile Alcantara-Abdeckung. Die musste natürlich den Optikzwecken bei dieser perversen Carbon-Heckklappe, die Archio mir gebaut hat, musste diese Abdeckung natürlich erstmal weichen. Ich denke, das sei mir aber entschuldigt, weil das Ding sieht einfach so pervers aus, so, dass ich mich wirklich jedes Mal wieder freue, wenn ich diese Klappe aufmache. So, jetzt für jeden, der irgendwann mal einen B5 schraubt, die Stoßstange abzukriegen, da gibt es einen Trick. Und zwar, die Stoßstange ist nur mit 4 Schrauben geschraubt und anschließend müsst ihr einfach nur mit einer Hand die Spitze hier rausziehen und mit der anderen Hand runterdrücken. Und schon ploppt der Halter raus und ihr habt nicht kaputt gemacht dabei. Wenn ihr es irgendwie anders probiert, werdet ihr an der Stoßstange rumreißen wie bekloppt. Wirklich am einfachsten rausziehen, runterdrücken und rausziehen. So, Stoßstange ist lose, Unterfahrschutz ist auch lose. Jetzt wird die Stoßstange da einfach nur reingeschoben. Zack. Und schon haben wir das Carbon-Konstrukt nochmal live hier. Das Schwerste an dem Ganzen sind zur Sekunde die beiden Pralldämpfer. Die haben wir aus Zeitgründen erstmal so gelassen. Da wird aber bestimmt auch nochmal was anderes Einzug erhalten. So, und weiter geht's. Hier seht ihr jetzt schon mal so grob meine Unterbodenverkleidung. Die ist hier komplett, also das ganze Auto ist von unten einmal verkleidet. Haben wir im letzten Video von Marius auch schon mal grob besprochen, warum das Ganze. Ist halt einfach besser. Deswegen steht das Auto jetzt auch auf der Bühne, beziehungsweise hier auf meinem Anhänger. Da sieht man, wie das Ganze schön verkleidet ist. Als nächstes nehmen wir noch den Schweller ab. Da brauche ich allerdings kurz ein bisschen Ruhe für, weil diese RS4 Einstiegsleisten, die gibt es leider nicht mehr. Wenn ich die kaputt mache, habe ich ein Problem. Deswegen muss ich das gerade einmal mit ein bisschen Ruhe abmachen. Tipp von mir, wie ihr am leichtesten die Einstiegsleisten abbekommt. Prinzipiell Einstiegsleisten abbekommen immer scheiße. Einzige Variante, die geht, ist ein Cuttermesser nehmen. Ihr müsst auf jeden Fall den Schweller danach neu lackieren. Und dann ganz vorsichtig mit dem Cuttermesser längs immer unten drunter durchschneiden, ganz vorsichtig. Und so quasi die geklebte Einstiegsleiste vorsichtig quasi anlösen. So, jetzt wisst ihr auch, warum das Auto auf der Bühne steht, beziehungsweise ein bisschen höher auf dem Trailer, ist nämlich deutlich einfacher so. Hier seht ihr jetzt den Schweller, wiegt wirklich gar nichts, ist auch aus Carbon. Außenseite lackiert. Ihr werdet euch jetzt bestimmt alle fragen, warum nimmt der Typ diese ganzen schönen lackierten Sachen ab? Ganz einfache Sache. Wir haben beim Lackieren leider nicht 100% den Schwarzton getroffen. Fällt normalerweise gar nicht auf. Wenn das Auto aber in einem bestimmten Licht steht, sieht man dann, dass einfach der Klarlack ein bisschen milchiger ist. Und das hat mich einfach so krass gestört, dass ich jetzt vor der Essen Motorshow auf jeden Fall alles nochmal lackieren muss. Nur die letzten Teile. Heißt Stoßstange, Schweller,
Stoßstange vorne und die Kotflügel. Und da die Carbon-Türen mittlerweile ja fertig sind und lackiert werden müssen, werden die Sachen gleich mit lackiert. So, jetzt kann ich euch zeigen, wie das Ganze gemacht wurde. Und zwar folgendes. Ich hatte ja vorhin im Video von einer Schweißnaht gesprochen, die ab Werk auch ist. Die versteckt sich genau hier drunter. Hier sieht man so einen leichten Übergang, ist natürlich von mir verschliffen worden. So, das wiederum heißt, das Seitenteil ist zu 70% an originalen Schweißnähten wieder geschweißt. Das heißt, der Übergang hier nach unten, die gesamte Bördelkante, die sich hier drunter, die man hier drunter sieht, die ist wie ab Werk von mir wieder verschweißt. Das heißt, hier ist eine Blechüberlappung. Das Ganze ist nur punktgeschweißt. Wurde vorher mit Schweißprimer quasi grundiert, anschließend mit Dichtmaß abgedichtet. Das heißt, die Grundposition von dem Seitenteil ist schon mal gegeben, weil diese ganze Kante, genauso die gesamte Kante auf dieser Seite hier, von unten am Schweller lang, und hier hoch, bis zu der Kante, die jetzt nicht unter der Dichtung hier, normalerweise müssten wir die Dichtung auch wegnehmen, hier drunter ist auf jeden Fall genauso auch eine Kante mit lauter Punktverschweißung, bis hier oben, die ist komplett gegeben. Die ist an dem neuen Seitenteil wie an dem alten Seitenteil genau die gleichen Positionen. Das heißt, diese Positionen sind schon mal fest vorgegeben. Der interessante Teil ist dann nur von hier über Seitenteil, wo halt Limo und Kombi unterschiedlich sind. Hier habe ich mich dafür entschieden, das Seitenteil parallel zu der Kante auf dem Seitenteil zu schneiden. Das heißt, ungefähr auf der Höhe hier habe ich das alte Seitenteil rausgeschnitten, dann im 90-Grad-Winkel hier runter und hier um die Kante quasi wieder angesetzt. Sieht man jetzt nicht, müsste man das Rücklicht rausnehmen. Aber auf jeden Fall, diese Kante hier ist noch original geblieben und hier kommt die Kante von dem neuen Seitenteil runter, die dann so rüber geht. Die Kante habe ich bewusst mit einer Absatzkante gemacht. Das heißt, das Seitenteil wurde, ich habe das Seitenteil einen Tucken länger gelassen, habe dann mit einer Zange quasi eine Absatzkante reingemacht, die genauso dick ist wie das Seitenteil, sprich 0,8 mm. Das heißt, das neue Seitenteil konnte man dann quasi bündig auf das alte Seitenteil drauflegen. Hier ist allerdings eine Absatzkante drin, das heißt, am Ende war es wieder bündig. Diese Kante habe ich schön mit Schweißprimer zunächst grundiert. Schweißprimer, für die, die es nicht kennen, ist quasi in dem Moment, wo das Ganze heiß wird, reagiert dieser Primer bzw. verändert sich und es ist gleichzeitig wie eine leichte, ich sage jetzt mal, Verzinkung, Verzinnung auf der Schweißnaht. Danach habe ich das Ganze gepunktet, Stück für Stück immer schön abkühlen lassen, damit hier kein Verzug drin ist. Im nächsten Arbeitsschritt habe ich das Ganze verschliffen. Anschließend habe ich die ganze Kante gestrahlt. Und anschließend habe ich die ganze Fläche nochmal verzinnt. Das heißt, hier auf dem ganzen Seitenteil sind ein paar, ich kann es nicht einschätzen, ich würde tippen, an den maximalen Stellen 1 mm, an den Pflastenstellen fast gar nichts, ist Zinn drauf. Das Ganze habe ich mit einem Karosseriehobel richtig schön glatt gemacht, sodass am Ende eigentlich fast gar kein Spachtel mehr notwendig war, sondern es hat gereicht, mit Feinspachtel das Ganze einmal glatt zu machen. Ich denke, die Arbeit hat sich gelohnt, war natürlich in Summe ein Riesenaufwand, weil das ist halt wirklich die, ich sag jetzt mal, die professionelle Art und Weise. Man könnte bestimmt auch stückeln und nur Teile einsetzen, aber wenn man es halt vernünftig machen will, geht es nur so. Dauert länger, ist ein bisschen weiterer Weg, aber am Ende wird das Ergebnis nur so am geilsten und ich denke, dieses Seitenteil ist jetzt 10 Jahre lang nicht lackiert worden, ist bis heute nicht eingefallen, nicht wellig oder irgendwas. Deswegen, das kann sich schon sehen lassen, denke ich. Zumindest für mich als Nicht-Gelernten damals war ich da schon am Ende eigentlich ziemlich stolz auf das Ergebnis. Weil viele Leute, die das Auto sehen, würden nie im Leben denken, dass hier so ein Seitenteil eingeschweißt wird. Ich hoffe, ich finde genug alte Bilder, um euch das zu zeigen, wie dieses Auto ohne Seitenteil bei mir vor der Halle stand. Und dann sieht man das ein bisschen deutlicher. Die ganzen Kanten im nicht sichtbaren Bereich natürlich alle schön mit Karosseriedichtmaß abgedichtet und danach mitlackiert. Eine größere Baustelle ist natürlich noch der Innenradlauf. Irgendwie müssen diese Bleche innen und außen ja auch noch mit verbunden sein. Das heißt, wenn man ab Werk, ich habe damals ab Werk ein neues RS4-Seitenteil gekauft, dann kommt dieses Seitenteil ohne Bördelkante. Die Bördelkante ist quasi noch offen, die ist noch nicht gebördelt. Das heißt, ich habe
den alten Innenradlauf. Innenradlauf ist quasi das Blech, was auf der Innenseite zu der Karosse geht, wo die Radhausschale anliegt, was halt die Stabilität bringt. Dieses Blech habe ich vom RS4 abgeschnitten, von dem Kombi. Nee, ist falsch. Dieses Blech habe ich von der S4 Limo abgeschnitten, habe dann dieses Blech an das neue Seitenteil rangebördelt, ausgebaut noch, und habe dann quasi das Seitenteil mit dem angebördelten Radlauf an die Karosse gesetzt. Das heißt, dadurch, dass das Seitenteil breiter ist, ist natürlich hier im Innenradlauf ein Spalt entstanden. Und diesen Spalt musste ich später mit einem angefertigten Blech quasi wieder zumachen. Genauso verschleifen, strahlen, abdichten, lackieren und, und. Ich gucke mal, ob ich da Fotos von finde. Ich habe auf jeden Fall, ich erinnere mich noch, das ganze Radhaus blank gemacht und habe dann bei VW bei mir um die Ecke das ganze Radhaus einmal neu mit Unterbodenschutz quasi einsprühen lassen. Beziehungsweise das ist kein Unterbodenschutz gewesen, das ist mehr eine Karosseriedichtmasse gewesen. Damit quasi einmal das ganze Radhaus eingesprüht. Und auch dort sieht man bis heute rein gar nichts. Da kommt kein Rost hoch, da gammelt nichts. Selbst das ist definitiv noch top erhalten. Ja, ich denke, jetzt könnt ihr euch auf jeden Fall mal ein bisschen was drunter vorstellen, was es eigentlich heißt, eine RS4 Limo zu bauen. Ich suche alles an altem Material raus, was ich finde. Das blenden wir alles ein. Und wenn irgendwelche Fragen sind, gerade in Bezug auf RS4 Limo bauen, könnt ihr mich jederzeit einfach kontaktieren. Ich werde euch auf jeden Fall helfen. Weil ich finde es auch cool, wenn Leute einfach Lust zu haben, was Besonderes zu bauen und nicht einfach nur den Kombi von der Stange fahren wollen. Deswegen. Mittlerweile ist es leider sauschwer geworden, die Teile dafür zu finden. Es gibt bei Audi nichts mehr. Seitenteile entfallen, Einstiegsleisten entfallen. Da gibt es wirklich leider nicht mehr viel. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall gebrauchte Teile nehmen. Da wird das nochmal ein bisschen schwieriger mit. Aber ich sage immer, wo ein Wille, da ein Weg. Ja, dann hoffe ich, dass euch auch diese Karosserieumbauten interessieren. Und danke fürs Zuschauen und wir sehen uns spätestens mit dem Auto auf der Essen Motorshow.